Moinsen, Kenners. Ich darf euch heute die Empfehlungen des Monats vorstellen für den Oktober. Und zwar habe ich wieder aus dem Sortiment ein paar Sachen nachgefüllt oder bestellt oder noch da und habe mir gedacht, hey, das wissen viel zu wenige. Das hauen wir euch nochmal um die Ohren und anfangen tun wir heute mit Gin. Der eine oder andere kennt ihn schon, der hat früher eine andere Flasche gehabt, hat inzwischen schon wieder eine andere Flasche, aber wir haben noch was von dem hier da. Und zwar Sears Gin ist ein typisch wacholdriger, würziger, kräftiger Gin mit einer ordentlichen Zitrusnote mit dabei. Im Preis-Leistungs-Verhältnis für uns echt spitze, 0,7er Flasche, glaube ich, liegt bei 20 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Gerne mal ausprobieren, ein paar Leute kennen den schon, den hatten wir schon mal mit dabei. Einfach mal eine Chance geben, auch wenn die Flasche so nicht gerade die allerschönste ist, aber das ist egal, der Inhalt ist wichtig. Dann haben wir im Gin-Bereich noch was Besonderes mit dabei, und zwar mit dem Grasse 44 Grad Nord. Wie man sieht, mega bombastisch schöne Flasche. Macht richtig was her. Ist auch ultimativ komplex. Tatsächlich auch was ich jetzt nicht unbedingt empfehlen würde, um das zu mischen, sondern ist wirklich was für einen Gin-Pur-Trinker und wird produziert von einer Firma oder mit einer Firma zusammen, die auch Düfte oder Grundstoffe für Parfüm herstellen und das eben dann ganz fein ausdestillieren. Richtig feine Aromatik, hat eher was für einen Pur-Trinker. Aber ich sagte, er möchte jetzt nicht unbedingt die Limonade oben drüber kippen. Und macht natürlich gerade jetzt, falls der ein oder andere schon an Weihnachten denkt, zum Verschenken ordentlich was her. Weil wir noch was da haben und bevor sie jetzt alle gar weg sind, habe ich gedacht, für all die Frühshopping-Käufer, die ihre Weihnachtsgeschenke jetzt schon suchen, gerade auch vielleicht, weil der Preis immer noch gleich ist, bevor jetzt alles noch teurer wird, wie es halt beim Whisky auch so ist. Wir haben noch ein paar Geschenkpackungen vom Finch hier mit einem schönen Glasausgießer. Liegt, glaube ich, bei 40, 45 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Also das, was die Flasche normal kostet, plus diesen Ausgießer, die sind ja auch nicht ganz günstig. Gleich in der Geschenkpackung, wer jetzt schon mal ans Weihnachtsgeschenk denken möchte, da mitnehmen, bevor alle weg sind, das gibt es nämlich nicht mehr so. Dann haben wir auch unseren All-Time-Favorite-Klassiker hier, Cask Space seit 10 Jahren, ehrlicher Whisky, fruchtig, leichte Vanille, Zitrusnoten mit dabei, 46 Volumenprozent, ohne Zuckerkohle, nicht kältefiltriert. Das ist einfach ein schöner 25, 30 Euro Whisky für alle Tage. Auch in der Geschenkpackung, die könnte man sich zwar sparen, weil der Whisky ist zum Trinken da, aber macht auf jeden Fall was her, macht euch auf alle Fälle Spaß. Dann war die Frage, die haben wir immer wieder haben, wenn wir irgendwo unterwegs sind und auf irgendeiner Hochzeit oder einem Family Event die Cocktailbar machen, mit was macht ihr denn euren Cuba Libre oder Dark and Stormy? Das ist der Kollege, den wir den ganzen Sommer über mit dabei hatten. Wer mal was Cooles mischen will, eben einfach ein Cuba Libre machen will, den Goslings einfach mal mitnehmen, kann ich wärmstens empfehlen, kommt überall spitze an, liegt die Flasche auch unter 20 Euro, ist ein Spitzenprodukt für die paar Euro mehr als die Standard-Industriesachen, die ihr kennt, kriegt ihr hier auf jeden Fall 10-mal mehr Rum in der Flasche. Und dann haben wir natürlich für die Rumtrinker, für die, die es lieber pur trinken wollen und nicht fürs Mixen und für irgendwelche Cocktails nehmen, natürlich noch was Außergewöhnliches von Rum Artisanal. Kleiner Teaser, da kommen in absehbarer Zeit auch wieder neue Abfüllungen. Wir haben noch 2-3 Flaschen von dem Kollegen hier da. Jahrgang 1993, 2019 kam er dann raus. 305 Flaschen gibt es davon. Ein Grenada Rum mit 61,1 Volumenprozent Einzelfassabfüllung. Das steht sogar drauf. Fassnummer 1281. Melasse basiert. Ja. Was soll ich denn dazu sagen? Also wer sich mal so ein richtiges Flaggschiff von außergewöhnlichen, wirklich so lange, nicht so leerer Verfahren, wirklich so lange gereiften Rum gönnen möchte, Rum Artisanal einmal zuschlagen und vorsichtshalber mal reingucken in unsere Facebook-Gruppe, wer da mit dabei sein sollte, in den Schnapsstudel Friends, da teasern wir demnächst die 4 neuen Abfüllungen an, die rauskommen. Es sind auch einige richtige Raritäten dabei, die man wahrscheinlich so oder auf jeden Fall zu dem Preis die nächsten 1000 Jahre nicht mehr bekommt. Viel Spaß damit, gönnt euch was, bis die Tage. Tschüssikowski.